Beweis vom Satz des Thales. Der Satz des Thales besagt, dass wenn ein Punkt C auf dem Halbkreis über der Strecke AB liegt, dass genau dann der Winkel in C, den wir hier Gamma genannt haben, 90 Grad ist. Jetzt wollen wir den Satz des Thales gemeinsam beweisen. Dazu führen wir als allererstes einen Punkt M ein. Dieser Punkt M ist der Mittelpunkt der Strecke AB. Das heißt, er wäre auch der Mittelpunkt des gesamten Kreises, wenn man sich zu dem ersten Halbkreis noch einen zweiten dazu denkt. Daraus können wir jetzt schlussfolgern, dass die Strecke MB genauso lang ist wie die Strecke MC. Das bedeutet, dass das Dreieck MBC gleichschenklich ist, beziehungsweise auch gleichwinklig. Das heißt, der Winkel in B und in C, die nennen wir jetzt beide Beta, sind gleich groß. Dasselbe kann man auch bei dem Dreieck MAC sagen. Hier ist auch MA genauso groß wie MC. Das heißt, auch hier ist das Dreieck gleichschenklich und damit auch gleichwinklig und der Winkel in A ist genauso groß wie der Winkel in C. Diese beiden Winkel nennen wir jetzt Alpha. Folglich können wir dieses Dreieck einmal anders aufzeichnen, nämlich so. Jetzt können wir uns die Innenwinkelsumme des Dreiecks ABC anschauen. Diese Innenwinkelsumme kann man aufschreiben als Alpha plus Beta plus Beta. Und das sind alle Winkel des Dreiecks ABC. Und da alle Winkel zusammen in einem Dreieck immer 180 Grad ergeben, können wir das gleich 180 Grad schreiben. Diese erste Gleichung können wir nun zur zweiten ein wenig zusammenfassen. Das heißt, 2 Alpha plus 2 Beta ist gleich 180 Grad. Und diese Gleichung können wir nun ganz einfach durch 2 teilen. Dann haben wir nur noch einmal Alpha plus einmal Beta und das ist dann nur noch 90 Grad. Wenn wir uns hier noch einmal anschauen, hatten wir gesagt, Alpha plus Beta, das ergibt zusammen den Winkel Gamma, den Winkel in C. Und jetzt wissen wir, dass Alpha plus Beta gleich Gamma ist und da Alpha plus Beta auch gleich 90 Grad ist, muss auch Gamma gleich 90 Grad sein. Und das ist genau das, was wir beweisen wollten. Vielen Dank fürs Zusehen!